Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Deck-Profile hier auf meinem Kanal, heute von meinem Satella-Deck. Ja, vornherein würde ich schon mal sagen, dass manche Karten hier Platzhalter für andere sind, aber ja, das war's auch eigentlich und wir fangen auch direkt an. So, ich spiele als Monster dreimal DNAP, der Searcher des Decks. Ja, mit der gesummoned bekommt man halt eine Searched und ja, eigentlich ganz cool, ne? Ja, schon, oh mein Gott. Dann spiele ich dreimal Altair, der Reborn des Decks. Also, wenn diese Karte beschworen wird, darf man einen Satella-Monster vom Deck in die Verteidigungsmodus beschwören, aber in diesem Spielzug dürfen nur noch Teller-Monster angreifen. Ja, das Teller-Monster. Ja, Sternritter. Und dann gibt es auch hier, den spiele ich auch dreimal. Dreimal Fixstern-Ritter Ulukalhai. Summoned man den, millt der die einen Satella-Monster vom Deck auf dem Friedhof, man summoned den und millt da meistens den DNAP. Und ja, ist eigentlich ganz gut, da ist 1800er Beatsig, also warum nicht? Dann spiele ich zwei Vega, man kann auch nur einen spielen, aber ich spiele jetzt zwei, weil ich den Platz hatte. Wenn man ihn beschwört, darf man ein weiteres Satella-Monster vom Deck, sag ich auch, von der Hand zusätzlich beschwören, damit wenn man beschwört ihn, beschwört Alter ihr, im Friedhof hatte man den, beschwört man den, bekommt man direkt eine Dreier Xyz. So, dann spiele ich es nur, aber nicht alle, zwei Honest. Ja, warum nicht, ne? Kommt man gut über die ganzen Kosmos-Schiffe, über die ganzen Monarchen, wenn man im Lockdown ist, also ich finde, ist eine sehr gute Karte. Da spiele ich auch ein Riegel, einfach nur so als Speedstick. Man sammelt den, kann ihn wählen, bekommt der 500 Angriffspunkte, rennt über ein Monster und wird dann halt am Ende des Spielzugs zerstört. Und dann das letzte Monster, Thunder King Raio. Jeder sollte ihn kennen, also keiner der beiden Spieler darf searchen und man kann, wenn ein Monster spezial beschworen wird, den opfern und dann die Beschwörung annullieren. Also ist eigentlich ganz nett. Kommen wir dazu den Zauberkarten, sind nicht sehr viele. Fixstern Ritter Himmelsbrücke ist eine sehr gute Karte, ist once per turn, glaube ich sogar. Ja, ist once per turn. Man kann einen Fixstern Ritter vom Deck spezial beschwören, dafür muss man ein anderes Fixstern Ritter vom Feld wieder ins Deck mischen. Ist eigentlich ganz cool, nachdem Rota auf 1 ist, ist das eigentlich sehr gut. So, sorry dafür, da war kurz der Speicher meiner Kamera voll und wir gehen auch direkt weiter. Stehen geblieben waren wir halt bei der Himmelsbrücke. Und jetzt kommen wir über zu zweimal Twin Twister. Man wirft eine Karte ab, zerstört zwei Karten, zwei Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld. Ist sehr gut, ne, warum nicht? Dann spiele ich noch ein Seelenlast. Ist halt sehr gut, eine Friedhofswiederbelebung. Eine Rota, die Pflicht ist. Und ein Raijeki. So, kommen wir über zu den Fallenkarten. Das sind so einige. Und zwar spiele ich dreimal Stella Nova Alpha. Wenn ein Karteneffekt aktiviert wird, kann man ein Satella-Monster auf ein offenes Sternritter-Monster auf dem Friedhof legen und dann die Aktivierung annullieren und dann die Karte zerstören. Und dann zieht man eine zusätzliche Karte. Dann spiele ich bei dreimal Call of the Haunted, ist wohl klar, was sie kann, ist eine Friedhofswiederbelebung, also warum nicht. So, dann kommt hier die nächste Karte und die ist wirklich, glaube ich, ein Ersatz, denn ich bin mir nicht sicher. Dreimal Fiendish Chain, ist halt sehr gut, obwohl ich eher dazu tendiere, mal die durch antimagischer Duft zu ersetzen, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Ja, und ich besitze antimagischer Duft noch nicht, also wird diese Karte erstmal hier drin bleiben. Aber man kann es auch mit antimagischer Duft spielen. Zweimal Oase der Drachenseelen ist auch eine Beschwörung vom Friedhof. Man wählt ein Monster, beschwört die Verteidigungsposition und das wird zum Typ Würm. Und zwei Spielkraft, weil ich keine Bebenspielkräfte habe. Was sehr schade ist, aber die tun es erstmal auch. Dann eine Warning. Ja, ich habe keine Notice. Eine Bottomless und eine Vanity.
So, kommen wir dann zu den Extra-Deck-Karten. Zweimal Wandelstern Ritter Trevor. Sein Effekt ist es, wenn er beschworen wird, gehen alle Karten außer er zurück auf die Hand ihres Besitzer. Und wenn diese Karte mit XYZ-Material auf den Friedhof gelegt wird, kannst du einen Sternrittermonster vom Friedhof in die Spezialbeschwören. Ich glaube, in die Verteidigung, war das Verteidigung? Ich glaube, das war egal. Egal, ist ja auch eine Spezialbeschwörung. Kann man also einen Sternrittermonster Spezialbeschwören. Und dann kommt zweimal Deltaros. Manche spielen nur einmal, ich spiele ihn zweimal. Ist eigentlich ein guter Beatstick. Wenn er beschworen, man kann ein XYZ-Material abhängen und dann kann man eine Karte auf dem Spielfeld zerstören und es können keine Karten mehr an die Beschwörung von Monstern angekettet werden. Und wenn diese Karte auf dem Friedhof gelegt wäre, sie Materialien hat, kann man halt ein Tellarmonster vom Deck spezial beschwören. Aber weil es vom Deck ist, ist halt Trevor viel besser, denn man verbraucht schon relativ fix seine Ressourcen. Dann ein Wandelsternritter Sternzeichen Kundler Diamond ist dazu da, um halt Finsta-Stacks zu trollen und legt man einfach zum Beispiel über den Deltaros, über den Trevor, über den Ptolemäus. Und ja, das ist eigentlich ganz cool, kann Effekte von Finsta-Monstern negieren, ist eigentlich ganz nett. Noch ist er nicht verboten, deswegen spiele ich den. Zumindest ich, da wo ich spiele, ist er nicht verboten. Ist er Sternenritt, also Teller Knight Ptolemäus. Ist sehr cool. Hat auch einen relativ langen Effekt. Ich benutze ihn eigentlich nur für die folgenden Karten. Wenn man ihn mit drei Materialien also beschwört, kann man alle drei abhängen und dann ein Lichtmonster mit einem Rang drüber ihm auf ihn beschwören. Dann beschwört man den Nova und mit Nova beschwört man den Infinity. So, er ist auch eigentlich nur aus diesem Zweck hier in diesem Deck. Und nicht irgendwie um Player zu beschwören. Dann der Standard-Shit hier. Castle, Dweller, Ragnar Null, Cowboy, Daigustu Emeril und einfach nur weil er OP ist, wenn er kommt, heroischer Champion Excalibur und Bujinshai Tsukuyomi. Falls man nur zwei Monster hat, also zwei Lichtmonster, kann man ihn beschwören, man wirft seine gesamte Hand ab und zieht eine Karte, zieht zwei Karten, pardon. So, das war's auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gib mal ein paar Tipps, wie man das auch verbessern könnte. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Ciao.